Ja, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich für diese Aufnahme gelyncht werde von UWAP und 42, weil wir erst bescheidene 27 Folgen der zweiten Staffel von Hashtag SBLPT aufgenommen haben und noch nicht eine veröffentlicht. Nach über einem Jahr, seit die erste Aufnahme ging. Ich habe mir gedacht, es ist hier 23.10. Mittwoch, Nachmittag, Abend, wie auch immer. Gerade mal 6, aber egal. Ich habe gedacht, komm, ich kann heute eh nichts mehr tun. Heute gibt es nichts Produktives mehr. Und mir gehen langsam die klassische Literatur aus. Also könnte Kafka nochmal lesen. Und ja. Ich überlege immer noch, ob ich Pillars of Eternity weitermache oder nicht, weil es macht Spaß. Aber wenn ich mein Stresslevel bedenke und so, ich habe halt nicht die Gewährleistung, kontinuierlich Folgen rauszubringen. Und eigentlich ist das was, wofür man Ruhe haben muss. Ich überlege ernsthaft, ob ich das nicht privat irgendwann mal weiterspiele, wenn man danach ist. Ja. Oder das eben zu verschieben, weiß ich noch nicht. In jedem Fall, sowas wie das hier, Starbound, können wir jetzt bringen. Aber es ist ja nicht nur irgendein Starbound, der eins oder andere, dem ist es aufgefallen, weil das ist nicht der Sponsor oder so, sondern Fracking Universe Mod. Wer es nicht kennt, und das ist nicht ganz unwahrscheinlich, es macht aus dem bekannten Starbound mit den bekannten vielen Inhalten, die ihr aus Staffel 2 noch nicht kennt, weil wir die Folgen immer noch nicht hochgeladen haben. Ja, ich glaube, den Running Gag bringe ich noch ein paar Mal. Macht es wesentlich mehr. Es gibt neue Biome etc. pp. Ich schalte mal kurz mein Handy auf leise, fällt mir jetzt erst auf. Neue Items, Forschung, DNA, Bienenzucht und. Und ich habe mir gedacht, komm, es ist einfach mal so nebenbei. Jetzt habe ich eine Tasse Cappuccino vor mir. In einer Daumen nach oben Taste und die sagt jetzt, los geht's. Wir müssen auf jeden Fall einen neuen Charakter anlegen. Ja. Und man sieht sofort den ersten Unterschied. 12 Millionen Rassen, okay. Menschen. Klingt interessant, die Spezies. Avianer, okay. Apex. Affen. Floraner, das wäre jetzt der Klassiker. Das UWAP-Volk. Das äußerst merkwürdige. Die Glitch wäre eigentlich auch ganz interessant. Novakid. Das sind alles noch die Standardrassen bisher aus dem Spiel. Gasbeutelmenschen, aha. Skaath, an exceptionally strong race from the deep ocean, placing great emphasis on the military and order. Aha. Sieht ein bisschen gruselig aus. Peglasi, immun gegen Kälte und. I, Soldberg hier oder was? Telusianer, jetzt sieht es langsam aus wie eine Figur aus Stellaris. Was ich auch lieben gerne mal spielen würde. Irgendwann mal. Kirhorst sagt mir gar nichts. Was sind diese hier? Warriors. Krieger. Ja, als Krieger hast du ja wahrscheinlich Radioactive Beings. Radioaktiv! Ich weiß nicht, ob man als radioaktives Wesen allzu viele Freunde findet. These beings are largely mysterious to the galaxy. They don't come in various typical species do. Ah, Timbre. Cool. Die Mantizi, Beetle-like Omnivore. Die Vegetarier-Insekten, verstehe. Ildugla, was sind das hier für Halbdrachen? Okay. Da haben wir noch Slime. Okay. Die sehen ja mal cool aus. Phanerogs, aha. Welki, ja. Übrigens, das sind noch die Anzahl an Spezies, die man jederzeit noch hinzufügen kann, ne? Aha, die übliche. Noch ein. Ironisch, aha, auch nicht schlecht. Sieht nur ein bisschen merkwürdig aus. Wir nehmen natürlich traditionell Menschen. Und bitte männlich. Wir wollen ja gut aussehen hier. Wo ist die Einstellung für weiß, als ob es noch nie Sonne gesehen hätte? Das entspricht mir eher so. Ja, nee, das eher nicht. Ja, total zerschlissen und so. Naja, ja, okay. Gibt es jetzt nicht so viel zur Auswahl. Aber ist klassisch in Pink? Ich glaube eher, ne. Haarfarbe. Muss ich gezwungenerweise halt mal etwas realistisch dunkelblond nehmen? Shirt. Achso, Shirt müssen wir uns mal eins aussuchen, das halbwegs normal aussieht. Hier das Blaue und bitte nicht in Blau, sondern. Ja, gut. Und steht doch nicht so rum hier wie sonst was. Haha, genau, es ist nämlich ein Singleplayer. Wir sind haha. Und cool, wie wir sind, tragen wir lila und pinke Hosen. Selbstverständlich, was denn sonst? Achso, ich sehen, sollte ich mich jetzt nie nennen.
So, bitte. Das ist eine 2 und kein Z. Casual. No death penalties. Hardcore. Klar. Ist hier die Intro-Mission in der andere? Ich habe keine Ahnung. Wir skippen sie trotzdem. Dann, passt. Ich habe natürlich vorher, bevor ich das installiert habe, sicherheitshalber mal den File-Ordner kopiert und so. Welcome to Starbound. Aha. Untouched by Mods, Vanilla Aspects and some more tools. Mhm. Ja, das ist faszinierend. Ja, ich habe sowieso keine Ahnung, was da steht. Dankeschön. Dismiss. Wo sind wir hier überhaupt? Steh auf! Willst du schlafen? Inventar. Okay, soweit alles noch okay. Ich komme noch hinterher. Ich sehe auch nach wie vor klassisch gut. Mann, sehe ich, aber poch. Kein Grund, die Brust zu rasieren, wächst eh nichts. Nichts drin. Book up the shoot computer. Ja, das, mehr haben wir eh nicht. Geht lang. Ah, gut. Auf der Flucht von der Erde hat das Schiff einigen Schaden genommen. Tricorder. Tricorder, ja. Rup. Und das werden wir hier öfter sehen, denn in Fracking Universe gibt es jede Menge Rezepte. Was? Crew Deed? Achso, Crew, ja, wir können übrigens Crew. Ihr geht eine Katze. Gut. Ich hab nichts gegen Katzen, die mögen mich. Meistens mehr als ihre Besitzer. Entschuldigung. Ich kann es ja nicht ändern. Was bist du hier? Aha. Der steht auseinander. Ja, die Katze kann nach unten spielen gehen. Okay. Danke. Aha. We are currently in orbit around an unknown world. The ship is heavily damaged and we are unable to leave orbit. I suggest you beam down to the planet's surface using teleport and search for supplies and perhaps. Kann ich dann auch wieder zurück, wäre meine Frage. Das, ach so, Karte und so können wir erinnern, oder? Navigation offline, ja. Die hat sich auch verändert. Es gibt Sternenbasen und Meteoriten und ich weiß gar nicht, was noch alles für Blödsinn. Was es in Vanilla, glaube ich, gar nicht gab. Nicht, dass ich Vanilla Starbound allzu oft gespielt hätte. Von der zweiten Staffel mal abgesehen. Ach, es wird, ich werde eine Freude haben, die Folgen hier hochzuladen. Loading, loading, loading. Nacht, war klar. We discovered some plant fire. This can be woven to use for fabrics that are spinning weave. Ich. Oh nee. Achso, können wir eigentlich. Ich nehme natürlich die Pflanzen mit, ne? Weil. Und so. Den dort auch, wenn wir schon mal draufstehen. Und den Baum auch. Man weiß ja nie. Du hast Saaten. Also man kann hier buchstäblich aus Pflanzen in irgendwelchen Maschinen noch was rausgewinnen und Wasser in Wasserstoff und so weiter aufteilen. Mit anderen Worten, es mangelt nicht an Beschäftigung. Ich habe übrigens keine Taschen dabei, stelle ich gerade fest. Blaue Pflanze, aha. Und das ist Kupfer, den nehme ich gleich mal mit. Ist das nicht schön? Endlich kann ich mal Starbound spielen, ohne dass gewisse kleine Gartenzwerge mir jedes Item unter der Nase wegschnappen. Vor der Nase, wie auch immer. Das ist dieser kleine. Das ist unglaublich. Hier, du wohl herkomme. Nicht die Hälfte liegen lassen. Wir haben es nicht eilig. Wir machen es schön geduldig. Es gibt einen Grund, warum ich diese Samen mit, weil da kann man, glaube ich, auch noch was mit anfangen. Hier ist Kohle. Das ist immer gesund. Gut für die Umwelt. Und den CO2-Ausstoß. Reicht mir. Komm her, ich nehme mal mit. Das sind Bienen, möchte ich. Bienen. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Es gibt hier Bienen. Und Drecksviecher. Und ohne Fackeln und Co. gehe ich da gar nicht erst hin. Primitive Axt. Was hat meine Waffe eigentlich? Schaden 6, Angriffsgeschwindigkeit 1,3. Mhm. Short Spear, Short Sword, aha. Wir stellen das jetzt einfach mal so her. Fackeln brauchen wir auch immer. Brauchen wir gar nicht fragen. Und hoffentlich verhungere ich nicht in den ersten 20 Minuten dieser Folge.
Das wäre mir äußerst peinlich. Ist das eine Zweihandwaffe gewesen? Ja. Kann ich ja gleich wegschmeißen, würde ich sagen. So, das brauchen wir eigentlich immer. Brauche ich gar nicht überlegen. Kohle, falls wir neue Fackeln brauchen. Und ja. Salve Cäsar. Was gibt's hier Schönes? Okay, als erstes mal werden wir die Waffe kurz auf die andere Hand. Ich habe nämlich keine Lust, hier mit der rechten linken Maustaste mich zu verwirren. Entschuldigung. Sprühen gegen Insekten. So, was war eigentlich meine Quest? Mhm. Na, dann suchen wir mal. Wenn wir keine genaue Quest haben, können wir rumgehen. Da war ein Vogel. Da ist ein großer Vogel. Und wir tun einfach so, als ob der gar nicht da wäre. Vielleicht tut er dann genauso. Ich stelle gerade mit Entsetzen fest, dass dieses Kurzschwert-Dingsbums keine Kontext-Rechtstasten-Dingsbums-Angriffe hat. Und auch sonst nicht irgendwie sehr stark ist. Okay, das müssen wir ändern, denke ich. Und Saat brauche ich jetzt nicht unbedingt. Pflanzensetzlinge. Apropos, wir werden über viele, viele Planeten gehen. Wenn wir uns einen aussuchen, wo wir primär uns ansiedeln und so. Hau. Hi. Ich muss dir nicht wehtun, aber ich kann es. Au! Und du mir auch, offensichtlich. Drecksvieh. Das kann ich so tun. Du bist da unten gefangen und ich werde dich töten. Es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Okay, gibt es schon die ersten gruseligen Bäume, wie ich feststellen muss. Und ein bisschen Schlamm nehmen hier. Genau. Habe ich schon erwähnt, dass es hier mehr Biome gibt und so? Es wird spannend. Ich weiß nicht, was das für ein Baum ist, aber er hat komische Früchte und die will ich ernten. Was ist das, eine normale Pflaumenbirke? Habt ihr sowas bei euch, ne? Die wachsen bei uns in Sachsen überall. Aha, dass ich der 714. Billion Person. Aha. Ich brauche einen Tricorder, um damit was anzufangen. Ich denke ja eher nicht. Ja. Na, das war's, was ich meinte. Und schon geht's los. Was, Wooden Boomerang? Klar. Warte mal, das hat man. Warum auch nicht? Da. Ich bin übrigens nass, stelle ich gerade fest. Das ist eine sehr ungewöhnliche Feststellung im Regen. Wer wird denn schon gerne nass? Ich stelle mich gerade nicht sehr intelligent an. Wegen dem Baum da. Also musst du kalt werden. So. Ich will hier für 5 Sekunden kurz vorbei. Also Baum weg. Ihr kennt das, wenn ihr im Wald irgendwo hingeht. Ihr geht nicht außen rum, ihr macht den Baum kaputt. Das ist so völlig normal. Keine weiteren Fragen. Ach, nach oben kann ich es wieder. Frechheit. So. Was ist das hier? Egal. Einsammeln. Rainfall. Regenwald? Na gut, wenn das ein Regenwald ist, dann ist das halt ein Regenwald. Was ist denn hier? Ah ja, klar. Hintergrund. Neues Biom. Es geht ein bisschen schnell, würde ich sagen. Au, au, au. Du Infernal. Ah, okay, ich bin weg. Tschüss, Wiedersehen. Ich habe gar nicht so eilig, mich kennenzulernen. Ich wollte sowieso in die andere Richtung. Jetzt kommt von da wieder so ein Muddelmuddelvieh. Oh wow, ist das effektiv. Ja, ich bin da mal. Die Richtung. Tschüss. Könnt ihr euch bitte alle gegenseitig töten? Ja, genau dich meinte ich. Brauchst gar nicht so rummiepen. Seit wann macht das Katzengeräusche? Oder was auch immer das gewesen sein soll. Ich bin auch weg. Warum gibt es hier kein Heilwasser auf dem Planeten? Tschüss. Ja, doll. Nachts gab es auch irgendwelche Wölfe. Natürlich. Ja, alle auf den X-Sehen. Wir haben das gern.
So mögen wir das. So, hier haben wir, glaube ich, angefangen, ne? Den gehen wir mal in die Richtung weiter. Dafür ein paar tote Vögel. So, Karma. Nein, das werden wir jetzt nicht tun. Dich lasse ich auch links liegen. Tust du mir nichts, tue ich dir nichts und so. Was bist du denn für einer? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich gleich tot bin. Ja, alle auf einmal, genau. Ich weiß zwar nicht, was du warst, aber du bist unsympathisch. Ich finde Menschen, die Wesen, die mich angreifen, generell unsympathisch. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal von jemandem ins Genick getreten worden seid und gedacht habt, Mensch, das ist aber nett, dass du mir heute so eine Nackenmassage verpasst. Habe ich nie gesagt, ich nehme die Saat immer mit dir? Das bist du, Reis? Ja, genau. Ja, damit. Ich muss ja schlechter von irgendwas leben, ne? Apropos. Man muss schon machen können, ne? Dann machen wir es auch. Was war das? Ist jetzt hier nicht unbedingt so die ganz, ganz große Windstille und so. Gib mich mal kurz den Schlamm hier. Ich muss mal kurz winddicht machen. Dankeschön. So, bis wir das Ding hochleveln können, vergehen noch ein paar Jahre. Was bist du? Rainforest Floor. Ja, bitte. Baff. Ich will es ein bisschen trocken haben, ne? Ihr wisst, wie das ist. So. Das hakt immer noch ein bisschen, stelle ich fest. Nicht gut. Wieso habe ich schon wieder eins? Habe ich unterwegs eins eingesammelt, von dem ich nichts weiß? Kochter Reis. Ja, warum nicht? Und ein gekochtes Steak. Das klingt gut. Das nehmen wir. Sehen auch gleich die Nährwerte dran in Kilokalorien oder so? Nom, nom, nom. Essen wir mal eine Schüssel Reis und dazu noch ein kleines Steak. Dann fühlen wir uns stark und ab auf den Weg. Ha, oh, ich bin ein echter. Okay, lassen wir es. Könnt ihr jetzt aufhören mit danke, hat auf mit Regen, war jetzt. Lasst uns froh und... Ich weiß zwar nicht, was ich da gerade getötet habe, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen. Hier seht man wieder gar nichts, nehme ich an. Gibt auf jeden Fall schon mal ein paar essbare Pflanzen hier. Gut, wie weit sind Pflanzen schon essbar, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ah, hau ab. Au! Drecksvogel, Digga. Greift mir einfach aus dem Nichts heraus an. Ja, komm mal. Glaubst du, ich krieg's nicht mehr, oder? Hältst mir wohl für besonders blöd, wa? Da hast du aber richtig gedacht. So. Was nun? Wenn ich mal was zum Heilen, muss ich schon wieder Untergrund gehen. Aber da ist es gefährlich und kalt und so. Und warum zum Teufel habe ich den Mist hier? Das ist das allerletzte, was ich da oben haben will. Ungünstig, aber egal. Warte jetzt. Noch leben wir und sind nicht tot. Und das ging... Ja, schon wieder. Na klar. Wieso kann hier eigentlich jeder irgendwas außer mir? Ich bin der letzte Noob. Ja, toll, jetzt habe ich meinen eigenen Fackel kaputt. Das ging schneller als erwartet. Hole ich mir alles wieder. Die Katze kann gleich mitkommen. Wie kommst du eigentlich da unten schon wieder raus? Warst du nicht gerade noch da unten drin? Hör mir auch schon zu mal, hier gehen merkwürdige Dinge vor. Ich glaube, meine Katze kennt Abkürzungen in meinem eigenen Raumschiff, die nicht einmal ich kenne. Zack. Rache. Einfach nur Rache. Du tust mir nichts, ich tu dir nichts. Alle glücklich. Den dreieugigen Bären lassen wir mal links liegen, der tut uns auch nichts. Und wir tun einfach so, als ob wir ihn nicht gesehen hätten. Den dreieugigen pinken Bären. Eigentlich ist es der geborene Titel für die Folge, aber gut. Du schon wieder, Drecksvieh. Jetzt geht er weiter. Das ist so Frechheit. Bleib mich da hier nicht verarschen. Oh, Eisen. Nüsse, lass mich in Ruhe. Geh weiter. Genau, so ist ein braver, dummer Vogel. Und der Kleine greift mich wieder an, das ist typisch. Das ist wie bei Hunden, oder?
Ja, komm, komm, probier's ruhig. So, hätten wir das geklärt. Wer der stärkere Vogel ist da. Was? Egal. So, wir sammeln nicht gerne ein bisschen Schlamm auf am frühen Morgen. Ich habe dich auch erwischt. Nein. Ich mag den Bumerang. Habe ich das schon mal erwähnt? Taugt nicht viel, aber ich mag ihn. Ich könnte mal UWAP mit ärgern. Alles Geld weg. Diese knickrige Kleine. Oh, falsche Taste. Entschuldigt. Auch für euch habe ich einen Bumerang. Keine Sorge. Klatsch. Ich mag den Bumerang. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich werde es nur noch mal sagen. Richtig schwierig, hier den Folgentitel auszumachen. Ich mag den Bumerang und dreieugiger pinker Bär. Klingt beide so ein bisschen merkwürdig. Also, so ein bisschen. Kupfer, na klar. Entweder das oder Adamantium. So. Was noch? Achso, du bist nur eine Pflanze. Du tust mir gar nichts. Glück gehabt. Baumwollplantagen? Jawohl, unsere Zukunft im Berufsleben ist gesichert. Au. Ja, was ist jetzt hier? Warum ist das doch schon wieder zwei auf einen Haufen? Bin ich so blind? Sollte ich die Brille aufsetzen? Ach was, lebt geht weiter. Ich will jetzt hier keine Fackeln, sondern... Ich merke, ich bin selbst jetzt schon in der Steuerung besser unterwandert als beim Let's Play. Ich, also manchmal. Miracle Grassroot. Nee, schon wieder. Lasst mir Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will für euch gar nichts tun. Dreckstypen. Ich berate, den kommt gleich von unten rum, oder? Guck mal, so ein großer Vogel. Könnt ihr nicht den angreifen? Ja, jetzt gleich mal wieder verschwenden. Was war das? Da war Licht da unten. Habe ich gesehen, da leuchtet was. Ich finde unerwartetes Licht nicht sympathisch. Gar nicht, wenn ich nicht damit rechne. Hatte ich nicht mal Planken? Ist Planking ein Thing? Kann man das noch tun? Ich weiß es nicht. Habe ich schon erwähnt, dass dieses Modpack ein paar neue Sachen hinzufügt? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Nicht, dass ihr mich für ungeduldig haltet oder so. Und ihr bleibt da oben, Freunde. Ich will nur mal kurz gucken, was es hier gibt. Also schon mal keine weiteren Fackeln mehr. Das ist schlecht. Was? Primitivschild? Also, jetzt weiß ich, wo mein Fehler war. Es gibt zu dem Schwert also auch noch ein Schild. Ja. Schaut an, wie mutig ich den komischen Käfer. Komm her! Ich habe ein Schild. Warum greife ich ihn denn mit dem Schwert an? Das ist doch blöd. Ich bräuchte mal kurz Kohle. Oh, was für ein Zufall, dass es die hier drüben gerade gibt. Nee, wirklich, das sind schon unglaubliche Zufälle. Wieso kann ich keinen machen? Also weil ich kein Holz habe. Ja, das war eigentlich klar. Irgend sowas muss der jetzt kommen. Da oben fallen Sternstücke vom Himmel und mein Inventar ist noch offen. Das ist so, als ob man eine offene Hose hätte. Findet ihr nicht auch? Stimmt, oder? Und hier komme ich jetzt wieder nicht hoch. War klar. Der nächste Baum ist jetzt 2 Kilometer entfernt. Derweil setzen wir hier mal kurz ein paar von den Dingsbumsetzlingen. Da war doch einer. Okay. Weißt du nicht, was für Bäume ihr seid, aber zur Not kann ich die ja wieder setzen. Ihr seid bestimmt ganz normale. Also was soll's. Ja, dem leuchten nur noch die Augen dunkeln, das war klar. Aber gut zum Lesen bestimmt. In Ruhe tue ich dir auch nicht weh. Was bist denn du für einer?
Wieso brenne ich eigentlich? Weil Sternschnuppen ist klar. Können wir noch fragen. Deswegen sollte man sich auch keine Sternschnuppen anschauen. Die sind gemein. Und gefährlich. Wenigstens eins haben wir in dieser Folge geschafft. Ein Boomerang. Und ab und zu mal kommt er sogar zu uns zurück. Ja, damit hier keiner behauptet, ich wäre ein Noob. Der Boomerang kommt zurück. Ich muss gut sein in irgendwas. So. Kann man ein paar Fackeln machen. Davon kann man auch nie genug haben. Wahrscheinlich sollte ich das hier nicht machen, aber was soll's. Gut, reicht. Was, Sichel? Tatsache. Mensch, warum habe ich das nicht gemacht? Human Flag, Copperbar und... Möwen Dingsbums. Nö, machen wir. Ein andermal. So. La 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 la. Ich wollte doch die Fackeln ausrüsten. Sag mal. Aha. Ach, mit den Monstern streitet ihr euch nie, oder was? Das wäre typisch. Zu springen, das macht mich nervös. Gift, natürlich. Was soll es sonst sein? Ist ja nicht so, als ob ich gerade erst... Ich werde das Gefühl nicht lösen, dass ich hier runtergehen sollte. Machen werde ich es trotzdem. Okay, ist vielleicht ein bisschen viel. Also, viel ist auch nicht Quatsch, ne? Wir sind ja auch schließlich bei Starbound. Vorsichtig. Nicht schon wieder in den sicheren Tod springen. Das hatten wir alles schon mal. Das ist kein Hashtag SPLPD. Er ist nur auf diese Abkürzung gekommen. Kohle, Kohle, Kohle. Also für eine erste Folge, muss ich sagen, haben wir ja durchaus schon minimal was erreicht. Und wir haben schon minimalen Content drin von Dingsbums. Eine Schnecke. Ne, ich gehe jetzt langsam mal wieder nach oben. Das ist mir hier zu tief. Da kriege ich Platzangst. Da oben kriege ich dann Höhenangst. Wunderbar. Dass wir aber auch immer was zu tun haben. Wunderbar gesetzt. Wirklich. Wie ein Profi. Ich sag ja, wie ein Profi. So, graben wir uns jetzt unter den durch. Mobile Tracker. Ja, ich weiß, dass der Mobile... Ja, natürlich, das sind leuchtende, goldene... Ich könnte fragen. Tu es auch nicht. Da waren Knochen in der Wand. Das gefällt mir. Und ich schätze mal, sobald ich mich hier durchgrabe, bin ich tot. Was mich nicht davon abhalten wird, es zu tun. Ich finde die Geräuschkulisse klasse. La la la, ich bin nicht zu feige zu kämpfen. Ich bin nur ein strategischer Angreifer. Ich greife an, wenn ich strategisch im Vorteil bin, sozusagen. Das macht Sinn. Ich wollte gerade sagen, läuft die auch nochmal her. Halbe Stunde ist ja schon wieder gemerkt. Genug für eine erste Folge. Und ich schätze mal, ich werde gleich noch eine zweite dranlegen. Sofern ich es da in das Haus reinschaffe. Weil ich habe das dumme Gefühl, dass diese komischen Pferde da oben nicht auf meiner Seite sind. Und die Typen da auch nicht. Die müssen noch riechen, wo ich bin hier. Was soll das? Wenn er mich fragt. Grobe Klotz mit Katzen, ja, ist klar. Lass mich auch in Ruhe. La la la. Könnte sein, dass ich ein paar mehr als nur ein, zwei Folgen rausbringe. Ich muss mal gucken, wie viel ich mache. Das ist ganz gut zur Entspannung und zum Abschalten. Ich merke gerade, ich habe 30 Minuten nicht mal um nichts Sorgen gemacht. Das tut immer gut. Oh. Egal. Ist Absicht gewesen. Das verstehen viele sicherlich nicht, aber es war Absicht. Das auch. Absolute Absicht. Professionell. Geh weg. Hau ab.
Geh. Lauft, Pferde, lauft. Die tun nichts. Ja gut, hört so. Danke. Hi. Aha. Greeting, stranger. I detected your protectorate signature entering the system and investigate immediately. You were on a collision course. What's this on here? So, mein Dad. Mhm. Das ist schön zu wissen. Wegen dir lebe ich also noch. Ich muss sagen, das freut mich. Seems I was just in time too. Your FTL drive, according to scans, was completely broken and your impulse drive is basically dead in the water. I think maybe we can help each other. Mhm. Mhm. Der Spruch war jetzt gut. If you want to get off this planet, you're going to need to repair your ship. Step one will be creating a machining table in your crafting menu. Blablabla, haben wir schon, danke. Was war hier auch was zu essen? Red nur weiter, ich höre zu. Soll ich meinen Reis anpflanzen, echt? Haben wir das nicht schon? Zu früh noch. Guck mal, hier ein Maschinentable ist, ne? Ach, ist ein Vendors-Table. Okay, dann schön so, bevor da noch was reinkommt. Maschinentable, was brauchen wir denn? Iron Bar, ach, ist das nervtötend. Gut, gut, wir machen das. Das kriegen wir alles hin. Alles kein Thema. Ich stehe jetzt wieder auf, dass ich Platz mehr lassen soll. Cobblestone. Gerade nachdem ich... Ich unglaublich. Gut, dann holen wir mal kurz Cobblestone her. Ich wollte zwar kein Grabstein, sondern Cobblestone, aber egal. Dankeschön. Achso, jetzt müssen wir das in den Table rüber. Ja. Das wollte ich eigentlich erst in der nächsten Folge, ne? Dankeschön. Egal, wir wollen jetzt das Gefühl eines Accomplishments haben. Das braucht man zum Bienen sein, ne? Oder so ähnlich. Fornaze, hier rüber. Da, wo ich es nicht hinstellen kann, genau. Copperbar, rein, fertig. Einen, so viel. Das nenne ich mal schnell. Speedy, speedy, bow. Da, 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 so. Medieval Workstation, das gefällt mir. Oh Mann, ich werde hier noch umfallen. So, wir brauchen Paper. Wie bauen wir jetzt Paper? Ich frage lieber gar nicht erst. Was will ich das überhaupt wissen? Paper. Smelt. Seit wann schmilzt man Glas? Ich will es gar nicht wissen. Man schmilzt Glas und stellt es nicht in Frage. Wir sind bei Fracking Universe. Great work. Next you're going to need to make wire at the machining table. Ich hasse dich. War klar. Aber das wird Spaß machen. Ganz viel sogar. Wusste ich doch, dass da was im Weg ist. Da war eh keiner drunter. Also insofern. Learn to craft das, das, das und 35 weitere Sachen. Okay. Was war? Was hat er gesagt? Hat er noch irgendwas Wichtiges gesagt? Lieber noch mal zu ihm vorbei. Vielleicht gibt es jetzt was Tolles. Ach, Kumpel. Ja, ja, das ist mir schon aufgefallen. Hm, später. Collections, später. Da bin ich schon sehr gespannt auf. Codex wird später auch noch schlimmer werden. Wir haben den hergestellt. Was sollten wir damit jetzt herstellen? Kommen wir mal, ja, egal. Herstellen. Good job. There's one more step to getting a ship fixed, an electromagnet. Ja, doch, was brauchen wir dafür? Iron Bar, Copper Wire, geht klar. Assemble. Ist klar, Elektromagneten braucht jedes gute Raumschiff. Oh, um Gottes Willen! Schon längst getan. Tutorials, BIOS. Build your own ship. Mhm. Science, unavailable. Requirements, tinkering. Miscellaneous, unavailable. Requirements, making a boost kit, beekeeping, while you can. Mm-hmm. Battle. Transmutation Matrix.
Okay. 17 Chance of Scrambling Ideen. Oh, bloß noch eine 17,3%ige Chance, meine DNA durcheinander zu bringen. Ein Begriff, den selbst mein Sohn beherrscht. Mit 4 Jahren. Now we need to find an energy source. Unfortunately, it might be a little bit dangerous. There's an old cavern on the surface of this planet. Strange rings come from it. It might provide the power you need to get off. Aha. Schön zu wissen. Das hole ich nachher ab, ne? Das muss ich richtig verstehen. Oh Gott. Oh Gott. Capture Pod. Ja, Music Player. Das ist das erste, was ich Titanium bauen. Ich brauche dringend Titanium. Kristalle, Nidkristalle. Ja. Was? Racializer? Can be used to change the race of certain ship objects, okay? Take this personal tree corner. It has several useful functions. Click mouse 1 for the manual command function. Press M for the task manager and press M for the. Was? Shift und mouse 1 for the tool configuration. Okay, krieg ich hin. Gib her das Ding. Blub, 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 blub. Ja, habe ich ihn schon gekriegt? Oder wie noch was? Tatsache, ich habe einen Tricorder. Ich habe nie darum gebeten, aber ich habe ihn gekriegt. Und ich habe Hunger. Auch das ist nicht unbedingt gut. Vielleicht sollte ich hier mal etwas anpflanzen. Kann ich das gleich auf den Boden oder so? Oder brauche ich jetzt ernsthaft eine Ho? Ho, ho? Nein, hier sowieso nicht. Nein? Gut. Junge Fleck, nein, später. Irgendwas. Protektoratenflag, was? Ich frage gerade erst. Slime Gem? Okay. Keine Wand fahren. Carbon? Mhm. Sprouting Table. Was brauchen wir für den Sprouting Table? Glas und Fire Clay. Den habe ich nicht. Werde ich in nächster Zeit auch nicht haben. Clay. Gibt es hier keinen. Pech gehabt. Was soll ich? Ja, Cavern. Das ist schön, aber ich würde ganz gerne erstmal kurz. Wie mache ich gleich nochmal die Flagge? Woven Fabric. Dafür brauchen wir den anderen Scheiß. Ja, ich weiß, dass ich gleich verhungere. Warum esse ich überhaupt was? Könnte es auch sein, dass ein Sterben gut ist. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt allzu viel hätte, dass ich vermissen würde. Okay, hier auch nicht. Spinning Wheels und Co. kann ich noch gar nicht herstellen, oder was? Oder wie? Das glaube ich jetzt nicht. Campfire? Auch nicht. Brauche Wooden Logs. Meine Fresse. Jetzt geht das hier los. Platz da. Oh, eine Kiste. Eine Kiste. Das wäre wieder UWAP-Effekt gewesen, ja. Necrolix Terraspier. Ich habe schon wieder viel zu lange und so. Meine Fresse, das gibt's ja gar nicht. Sterbe ich oder? Ich kann das nicht. Den ganzen Weg dann nochmal laufen. Ich habe so keine Lust auf diesen Quatsch. Weiß das vollkommen überflüssig, was ich gerade mache. Ich mache es trotzdem. Weil ich überleben will. So, und das. Jetzt machen wir Pause und beenden die Folge. Bis dahin. Xenaut.